Hallo Leute, hallo von Andrea Unger. Was ist in 2018 passiert? Was im Trading, was in mein Trading mit meinen Systemen und generell, was ist passiert bei mir im Trading-Bereich, sagen wir. Das will ich Ihnen sofort zeigen. Erstes, dieses Bild hier, das ist das Barclays CTA Index, CTA Commodity Trading Advisor. Diese sind Managed Futures Accounts und da zeigt man die Performance von einigen Handelssektoren. Die haben die wichtigsten CTAs zusammengefasst und zeigen, was die bis heute in 2018 geschafft haben. Da die Kolumne rechts. Okay, erstens dieses minus 61% von den Cryptocurrency, das ist natürlich erschreckend, aber wir wissen, das könnte passieren. Es war ein schwieriges Jahr für Bitcoin und so weiter. Aber dann, was hier wirklich schlecht aussieht, ist, dass die meisten Geld verloren haben. Nun, dieses Agriculture lassen wir raus, aber die Currency Traders, Währungen, die haben etwas geschafft, 4,40%. Und die diskretionäre Händler haben ein 2% geschafft. Alle anderen haben Geld verloren. Die automatisierte Trader, Systematic Traders Index, minus 4,69. Sie können sagen, ja, 4,69 ist kein großer Verlust. Ja, es ist generell nicht groß, aber auch nicht klein. Wenn wir denken, dass im Schnitt am Jahr hier dieser Systematic Trader so 8-9% verdient, über die Jahre, dann wird dieses 4,69 natürlich etwas größer. Weil es im Vergleich zum Schnitt, was durchschnittlich gewonnen wird, natürlich groß ist. Es ist nicht, dass die Leute normalerweise 40% verdienen und einmal 4 verlieren. Nein, die verdienen normalerweise 8, so wenn sie 4 verlieren, ist es natürlich ein schlechtes Ergebnis. Das zeigt, wie schwierig Trading war in 2018. Die Bestätigung hatte ich auch von einigen Händler, die meine Freunde sind, die sind fast alle automatisierte, also die Leute mit Handelssystemen arbeiten, denn ich mit diese mich besser verstehe natürlich, weil ich auch automatisiert handle. Aber alle hatten Schwierigkeiten. So, was ist eigentlich bei mir passiert? Gut, meine Systeme. Erstens, das ist meine Equity Line da oben, die kommt von meiner Software Titan. Und die blaue Linie zeigt, wie viel ich verdient ist ein großes Wort, wie viel ich geschafft habe. Und Sie sehen, dass ich das ganze Jahr in der Praxis umsonst gearbeitet habe. Ich habe nichts verdient. Am Anfang lief es ganz gut. Sie sehen hier, am Anfang war ich ganz, ganz oben drauf. Und dann, diese Periode hier war wirklich eine Katastrophe. So weiter nichts passiert. Ende des Jahres habe ich etwas wiederholt und jetzt bin ich wieder im Verlust hier im Dezember. Aber generell habe ich umsonst gearbeitet. Und das bestätigt, wie schwierig das Jahr auch für meine Systeme war. Diese Linie ist die Equity-Kurve, die ich aus meinen Systemen bekomme durch die Wahl, die diese Software schafft für mich mit meinem Algo drinnen. Die sagt mir, welche Systeme handeln dürfen und mit wie viele Kontrakte. Jeder Monat am Anfang. Und das Ergebnis war hier natürlich nicht so gut. Was kann man auch Monat pro Monat sehen? Das ist nicht so wichtig, wie viel ich jeden Monat geschafft habe oder verloren habe. Es ist wichtig zu sehen, wie es hier wirklich schlecht lief. Hier war es wirklich anstrengend. Da war ich sehr unter Stress. August lief gut. Das ist die Antwort für jene, die im August die Systeme halten wollten. Nein, nein, es lief gut. Und nur November hat mich gerettet. November hat mich gerettet, Dezember geht wieder schlecht, aber es ist jetzt fast fertig. Und das heißt, das Jahr ist glatt. Was mache ich in diesen Fällen? In diesen Fällen analysiere ich die unterschiedlichen Sektoren. Und das ist wichtig auch für andere, die auf einige Sektoren arbeiten. Meine Analyse hier, diese Analyse ist nicht mehr verbunden mit den Ergebnissen. Das sind die Ergebnisse, die ich in Theorie erhalten könnte, wenn ich nur meine Systeme auf Währungen nutzen würde. Okay? Vorher war es die echte Equity-Theorie,
die Ergebnisse mit den Systemen, wie ich die Systeme handle. Hier ist es nur theoretisch, weil ich hier zeige, was wäre passiert nur mit den Systemen auf Währungen oder nur mit den Systemen, die ich habe auf Euro FX Future. Diese Währungen, die zwei Linien sind fast gleich. Hier haben wir auch eine schwarze Linie. Die schwarze Linie zeigt hier alle Systeme, alle mit einem einzelnen Kontrakt. Das ist zu schätzen, wie es generell bei den Systemen funktioniert, auch ohne Position Sizing. Aber generell sieht man, dass nach einem guten Start haben die Systeme immer standardmäßig Geld verloren. Und das ist natürlich gar nicht schön. Das bedeutet aber, dass der Markt, und spezifisch Eurofix, weil die zwei Kurven sind fast gleich, Eurofix funktioniert mit meinen Systemen nicht mehr besonders gut. Liegt es an den Systemen? Liegt es am Markt? Wenn alle Systeme schlecht laufen, dann kann ich sagen, vermutlich hat sich der Markt ein bisschen geändert. Und da muss man beobachten, wie es weitergeht. Also, warum sind die zwei Linien fast gleich? Weil ich hier eigentlich ganz wenige Systeme habe, außerhalb Eurofix. Ich habe ein System auf Australian Dollar, ein paar Systeme auf British Future, British Pound Future und ein System auf Swiss Franc Future und zwei Systeme auf Japanese Yen. Die anderen sind alle auf Eurofix, deswegen sind die Ergebnisse fast alle verbunden mit Eurofix. Eurofix muss ich in Tiefe analysieren. Noch schlimmer sieht es bei Gold aus. Alle meine Systeme auf Gold hätten, wäre sie allein gewesen, Geld verloren. Sehen Sie? Die rote Linie wäre eine echte Katastrophe gewesen. Was ist die rote Linie? Die rote Linie ist, sind die Ergebnisse, ohne ein Filter zu nutzen. Filter, den ich auf meiner Software so geschrieben habe. Und dieser Filter sagt mir, diese Systeme dürfen arbeiten, diese nicht und so weiter. Filter, den unterschiedliche Bedingungen hat und so weiter. Ohne Filter kommt nur Position Sizing rein, also nur die Abstimmung von der Positionsgröße. Und in dem Fall wäre es noch schlimmer gewesen, sehen Sie. Die blaue Linie, so wie auch die schwarze, die wo alle nur mit einem Kontrakt arbeiten, zeigt Verluste. Gold in der Tat hatte schon in 2017 Schwierigkeiten. Und ich kann Ihnen sagen, dass seit 2017 funktioniert zum Beispiel ein Intraday Breakout auf Gold nicht mehr besonders gut. So, Gold hat seinen Weg, sich zu bewegen, geändert in den letzten zwei Jahren. Und das ist ein Markt, den man unbedingt beobachten muss, weil wenn es hier eine größere Änderung gibt, dann wird es sicher interessant, weil dann wird vermutlich Gold sich mehr bewegen wie der S&P 500. Aber das können wir nur in den nächsten Monaten wissen. DAX geht nirgendwo hin. Und ich kann sagen, ja, es hat etwas verloren, nicht so viel, die blaue Linie hier. Aber DAX hatte schon Schwierigkeiten seit 2015 mit dem Quantitative Easing. Und jetzt sogar noch ab Dezember gibt es die längere Marktzeiten, in der Nacht fangen wir jetzt an, nicht mehr um 8 Uhr. Ich werde das tun, aber ich würde vorschlagen, dass die Systeme auf DAX mal in Ruhe bleiben, nicht benutzen und nur wieder erst nach 5-6 Monaten wieder anschalten, nachdem man geprüft hat, wie der Markt sich jetzt bewegen wird mit den neuen Handelszeiten. Wenn sowas passiert, kann es immer Änderungen geben, die man am besten erstmal beobachtet und nur später handelt. Bonds, ich habe mal gesagt, ich mag meine Bonds-Systeme nicht, das ist auf Bund und auf den amerikanischen Bonds, aber ich muss die magen, weil die Geld verdient haben und die haben mich ein bisschen gerettet, sehen Sie. Die rote Linie hätte sogar noch ein bisschen mehr verdient als die blaue, aber ich bin schon zufrieden mit der blauen Linienergebnisse. Und die Bonds haben irgendwie regelmäßig Geld verdient. Und das heißt auch, dass die Bond-Systeme in der Tat auf einem effizienten Markt arbeiten. Und wenn ein Markt schon effizient ist, dann zeigt er normalerweise wenige Änderungen. Und das ist, was bei Bonds passiert ist. Oder nicht passiert ist, also keine Änderung. Energie-Futures haben wohl Geld verdient, aber nicht so viel. Ohne Filter hätte sie mehr verdient, aber Filter sind natürlich immer gut, weil sie Risiko begrenzen.
Aber insgesamt war es nicht so. Nur in der letzten Zeit von einem Jahr habe ich etwas verdient. Da habe ich noch tiefer reingeguckt und Crude Oil, Rohöl, war ähnlich zum Gasolin, aber Gasolin war sauberer. Sehen Sie hier, die blaue Linie ist sauberer, so auch die schwarze, die rote ist nicht so wichtig. Aber das heißt, die meisten Gewinne kamen vom Gasolin. Sehen Sie auch die letzte Zeit vom Jahr, wo es gestiegen ist, wie bei Energie. Mein Problem ist, dass ich nur vier Systeme auf Gasolin habe. Ich habe mehrere auf Crude Oil. Aber obwohl bei mir diese Systeme Geld gewonnen haben, da kann ich Ihnen schon sagen, dass einige Freunde, einige Kumpel, die auch Handelssysteme entwickeln, sind nicht zufrieden mit den Ergebnissen mit ihren Systemen auf Gasolin. Ja klar, sie sind kein Weltmeister, ich bin der Weltmeister. Nein, es ist so, dass wenn sowas passiert, muss ich auch aufpassen, weil wenn jemand anders Ärger hat, dann kann es sein, dass etwas sich langsam ändert und da muss ich auch bereit sein, dass vielleicht morgen oder übermorgen auch meine Systeme etwas Pech erfahren werden. Grains, okay, das ist schon, war schon seit Jahren eine Katastrophe. Leider habe ich hier niemals, war ich nicht fleißig genug, neue Ideen zu entwickeln, aber soweit haben die Systeme immer standardmäßig Geld verloren. Sowieso Soybeans hat sich komplett geändert ab, glaube ich, 2013. Kein Trend Following mehr. Ich rede immer über Short-Term Trend Following. Ein Tag, Intraday, ein paar Tage oder so, nicht Longer-Term, was eine ganz andere Geschichte ist. Aber hier ist klar, die Systeme sind heute im Portfolio, aber die wirken um nichts. Mindestens 500, das ist der andere Markt, wo ich schon mal gesagt habe, den mag ich nicht. Ja, mag ich nicht, aber auch hier sollte ich den Markt lieben, weil er Geld verdient hat. Hat gutes Geld verdient und Filter hätte er sogar noch eine halbe Million Euro verdient. Aber okay, ohne Filters wird Risiko so groß, dann würde ich einfach nur zu viele Angst haben, okay? Dann ist es ganz gut, mit den Filtern zu arbeiten, aber das zeigt nochmal, dass ein effizienter Markt wie S&P 500 keine großen Schocks hat. Auch wenn der Markt komischerweise funktioniert, bleiben einige Märkte irgendwie in der Regel, wie sie normalerweise sich bewegen, gehen sie weiter, sich zu bewegen. Was ist dann weiter? Was noch passiert? Ich habe nicht nur gehandelt. Sie wissen, ich werde manchmal eingeladen als Speaker in der Welt. Und in der Tat, im Januar war ich schon in Hongkong. Da war ein Seminar. Ich war der Lehrer, okay? Und da sieht man auch hier links, Stefanos links von mir, Stefano Serafini, der Weltmeister von 2017, der war mein Student und hat dann die Weltmeisterschaft gewonnen. Teresa Wong, die hat dieses Seminar organisiert und ein anderer Freund von mir hier, der in Shanghai lebte. Das waren die Studenten vom Seminar. Da bin ich mit meinen zwei italienischen Freunden und da an einem Vorbereitungsabend für das Seminar. Was kam gut aus dem Seminar? Ja, Seminar selbst war gut, klar, aber neue Märkte habe ich entdeckt. Ich könnte neue Märkte entdecken und zwar Hang Seng Future Index. Hang Seng Future Index mag ich sehr viel, weil es ein regulärer Markt ist. In dem Markt funktionieren noch einfache Ansätze wie Breakout, Trend Following und so weiter. Wieso hatte ich den Markt nicht bis Januar entdeckt und gehandelt, weil ich kriege keine Kurse von IQ Feed. IQ Feed ist mein Data Feed Supplier für meine Multicharts und die bieten Hang Seng Future oder Hong Kong Börse nicht an. Und in dem Fall habe ich das einfach rausgelassen. Aber da ich gesehen hatte, ich habe das vorbereitet für die Zwecke, für dieses Seminar, dass dieser Markt wirklich gut ist, dann habe ich jetzt mit meinem Konto von dem Workup Advisor Team bei Admis, da gibt es eine CQG-Verbindung, diese bietet Hang Seng Future an und seitdem handle ich auch Hang Seng, habe auch Geld auf dem Markt verdient. Also, das war eine sehr gute Chance, sowas zu entdecken und muss man immer neugierig sein. Was kam noch dann? Das wissen Sie schon, ich war in Malaysia.
Kuala Lumpur, da gab es die jährliche Konferenz von IFTA, International Federation Technical Analysis. Da bin ich, das ist das ganze Bild, das er im Kongress da hat, das bin ich hier. Und das ist der Nummer 1, der Minister von Malaysia. Der kam auch als Speaker, 92 Jahre alt oder sowas ist. Aber er war sehr fit. Und hier waren sehr nette und tolle Speakers, also große Namen erstmal. Das bin ich hier auf der Bühne, aber hier in dieser Kopf ist John Bollinger. Der war auch da, hat zu mich gehört. Er hat auch gesprochen. Ich habe natürlich auch dazu gehört. Und da bin wieder ich zwischen Martin Pring und Perry Kaufmann. Und da bin ich als Tourist. Das ist immer gut. Das Wichtige von diesen Konferenzen ist, dass man immer etwas lernen kann. Und wenn man vernetzt mit diesen Leuten, kann man immer etwas Neues lernen. Nicht nur von den Vorträgen, sondern auch, wenn man einfach zusammensitzt und einen Kaffee trinkt oder so. Das ist sehr wichtig und sehr interessant. Also ich bin sehr zufrieden, dass ich da eingeladen wurde und dass ich diese Chance hatte, dabei zu sein, zuhören und diese Leute nochmal zu treffen. Dann war es noch in China, war ich im November, da wurde ich eingeladen in Shenzhen, da gab es die Trading-Meisterschaft von China und das war die Preisverleihung. Da wurde ich eingeladen, das ist der Raum, also alles in China ist groß, und das sehen Sie selbst hier. Das war natürlich schön, wenn ich mein Bild hier auf dem Riesen-Kino gesehen hatte. Und dann, das bin ich als Speaker auch, und das war meine Präsentation. Aber was habe ich hier nach Hause gebracht? Ich habe nach Hause gebracht, dass diese Märkte, die Börse in China ist wirklich wichtig. Die ist eine neue Welt, die man eigentlich entdecken soll. Das Problem ist, dass bis heute sind wir als Europäische oder Amerikaner, in jedem Fall wir als Ausländer, nicht erlaubt, diese Märkte zu handeln. Wir können kein Konto in China öffnen. Das wird nicht ewig lang dauern. Ich glaube, irgendwann werden sie die Türe öffnen und ich will absolut dabei sein, weil diese Märkte sind wirklich interessant. Glaub mir, wie ich den Hang Seng Future Market, der ist in Hongkong, diese sind noch besser. Also hier gibt es wirklich eine riesengroße Chance. Ich sage nicht einfach Geld zu verdienen, es ist nie einfach, aber sicher einfacher, wie es heute bei uns aussieht. Da war ich in einer Panel-Discussion mit einigen Händlern aus China, diese Leute hier, die ich dort kennengelernt habe. Austausch von Ideen war auch natürlich eine sehr wichtige Chance. Und ich muss sagen, ich habe immer, wie immer, etwas Neues gelernt. Das war mein 2018. Ich weiß schon also, dass ich in 2019 auf einige Sektoren konzentrieren muss, wo ich unbedingt etwas Neues, etwas Besseres, etwas Schlaueres entwickeln muss. Und ich hoffe, ich werde nochmal die Gelegenheit haben, neue Länder zu besuchen, damit ich neue Leute, neue Ansätze entdecken kann und neue Ideen mitbringen, was immer eine Hilfe ist und wo man sich niemals stoppen muss. Also beim Trading muss man immer neugierig sein und immer neue Ideen und neue Ansätze suchen. Das war's und falls sowas passiert, werde ich Ihnen natürlich das mitteilen. In dem Fall abonnieren Sie hier beim roten Glöckchen, weil wenn Sie so machen, haben Sie sofort die Info, dass etwas Neues gekommen ist auf dem Kanal. Ich bedanke mich ganz herzlich. Das ist die Ende von 2018. Dann werde ich auch guten Rutsch, neues Jahr an alle wünschen. Ich weiß nicht, wenn Sie dieses Video sehen würden. Im Fall es vor Weihnachten ist, dann frohe Weihnachten an euch, an eure Familie auch. Wenn es schon vorbei ist, frohe Weihnachten trotzdem. Es ist niemals schlecht. Und wir treffen uns sobald wie möglich wieder auf dem Kanal. Ciao von Andrea Unger. Ciao aus der sonnigen Italien.